An der Roadshow 2022 von Siemens Smart Infrastructure hat ein besonderer Gast teilgenommen. Wir haben von Didier Guisch wissen, was das Rezept für den Erfolg ist. Es ist extrem schwierig, zum irgendwie einen Punkt, der mega wichtig ist. Es ist vor allem wirklich eine Symbiose von all den Komponenten, die einen Einfluss haben auf den Erfolg, auf die Leistung auch. Es gibt vielleicht eine Komponente, die vielleicht einen minimalen Einfluss hat, aber der braucht es auch gegenüber etwas, das viel mehr Einfluss hat. Und manchmal ist es ja ein bisschen mehr bei dem oder bei dem. Allgemein beim Skifahren ist es extrem schwierig, um das aufzufinden. Aber es gibt sehr viele verschiedene Punkte, wo man von A bis Z durchmachen muss, herausfinden, wo liegt noch was. Und wirklich da am Schluss noch können wirklich das koordinieren, dass es funktioniert. Tüfteln, die kleinen Details schauen, dass es stimmt und dass es voneinander stimmt. Weil es kann viele Sachen stimmen, aber wenn man das nicht zusammenbringt, am richtigen Moment und auf eine Art, die es nachher harmoniert, auch die beste Technologie, wenn die irgendetwas schlecht eingestellt ist, wird sie auch nicht funktionieren. Darum ist es so wichtig, dass alles wirklich zum Punkt und wirklich in genauen Details analysiert und platziert ist. Auch rund um smarte Infrastrukturen verhalten sich letztlich so. Jedes System erfüllt einen Zweck, aber erst wenn die Systeme miteinander interagieren, erreicht man einen echten Nutzen. Von dem haben sich Teilnehmer von der Roadshow können vor Ort überzeugen lassen. Übrigens, auch für die Didier Guisch sind smarte Infrastrukturen kein Neuland. Ja, wir haben gerade ein Haus umgebaut, einen alten Bauernhof, und wir haben eine gesunde Installation gemacht mit Technologie, mit zeitgemäßer Technologie. Heizungsmanagement, Photovoltaikanlage und Lichtsystem, das sicher wenig Strom braucht. Und ich finde das einfach immer toll, wenn die verschiedenen Technologien aufeinander arbeiten und gut passen. Und man macht sich das Leben ein bisschen bequemer, angenehmer. Und ja, nach der Bausphase ist die Anfrage gekommen von Siemens und ich habe gefunden, das stimmt jetzt. Weiß ich auch ein bisschen auf meinem Level, von was das geredet wird. Und habe gefunden, das passt. Machen da mit. Die Roadshow von der Siemens Smart Infrastructure läuft noch bis Ende September in mehreren Städten. Mehr dazu auch unter safety-security.ch.